Hallo, liebe Freunde der Action-Horror- und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Und hier sind wir nun wieder bei Spec Ops The Line und kämpfen uns durch die Linien der Deserteure. Höchstwahrscheinlich durch die Damned 33rd. Was ich nicht so genau weiß. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit, die werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo! Und es war die 33. Da ist eine Treppe, da kommen wir runter. Oh. Blöd, dass die mir entgegenkommen. Der lebt noch. Tut mir leid, Kumpel. Oh, Deckung. Die überleben alle ein bisschen zu gut. Geh in Deckung, du Idiot. Ja, das war mir schon klar, aber der wollte einfach nicht hinter den Treppengelenken, da wollte er nicht in Deckung gehen. Warum auch immer. So, um Plünderungen zu verhindern... Ach ja, das habe ich schon mal... Nee, das habe ich nur am Anfang gehabt. Um Plünderungen zu verhindern, wurde Dubai von der VAE zur Sperrzone erklärt. Niemand darf sich dort aufhalten. Dafür, dass sich niemand dort aufhalten darf, sind da recht viele Leute. So, du siehst Sand aus der Decke rieseln. Ah ja, genau. Auf die Decke schießen und dann werden die Gegner begraben. Auch wenn ich das irgendwie noch nicht richtig gemacht habe oder gesehen habe. So, finde die 33. Ja, das hatten wir schon. 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Weil's Arschlöcher sind, kommt, das kennen wir schon. Dann nichts wie runter da. Tempo. Ja, nichts wie runter und erschießen lassen. Naja, diesmal hoffentlich nicht. Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Was habe ich eigentlich so in meinem... Ja. Ich habe nicht sehr viel Waffenauswahl. Ja, hier geht er in Deckung, das ist witzig. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist keine sehr gute Deckung hier. Ach, nee. Bist belehrt. Ich fühle mich so leer. Hab einen! Wechselposition! Granatwaffe sind kacke, wenn ich sie nicht hab. Ich frag mich jetzt wirklich, ob ich die Treppe... Oh, nein. Nicht die Treppe runter. Man besser hier in Deckung gehen. Los runter! Oh, da lebt noch einer. So, lauf, 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 lauf. Deckung. Endlich. Erledigt sie, solange sie ungedeckt sind. Lass sie nicht entkommen. Ja, komm. Granate raus! Bedrohung eliminiert! Der will nicht sterben. Endlich. Was ich gerade sagen wollte, coole Mucke. Also der Sound geht echt ab. Geh in Deckung! Verflucht. Nein, das war nicht der Plan. Weites Ziel! Erledigt ihn! Ich leg ihn um! Cool, grüner Laserpointer. Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Es ist immer gut, einen Scharfschützen dabei zu haben im Team. Gott verflucht, ich bin zu schnell vorgelaufen. Ich sehe aber gar keinen. Worauf schießt ihr? Hier wird es wieder gefährlich, ich spüre es schon. Wo schießt? Ihr schießt. So. Ihr
könnte eine Granate fressen. Erledigt ihr erstmal wieder. Ach, verdammt. Ich nehme gerade die geile Mucke an. Gar keine Frage. Ich echt oder woher die Mucke kommt. Oder haben sie es einfach im Spiel eingebaut, damit es mal ein bisschen zur Spannung passt? Ja, die kommen schon wieder. Egal, ich spiele den Helden. I am the hero! So, Muni, Muni, Muni. Spiel Muni. Rotflinte, scheiß drauf. Macht eigentlich Lugo? Ich sehe den gerade nicht. Oh fuck. Darum habe ich mich auch gefragt, was Lugo macht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass der die Seite deckt. Ja, schön. Ah, du kannst einen verletzten Teamkameraden selbst heilen oder einen oder deine übrigen Teammitglieder anweisen, es zu tun. Mal schauen, ich habe 2 Teammitglieder. Und wenn einer verletzt ist, bleibt noch einer übrig. Naja, egal. Der Kampf gegen die 33. wird durch die CIA geführt. Ohne CIA besteht keine Chance, Conrad... Irgendwas. Wo bin ich denn jetzt? Oh ne, schon wieder die Stelle. So, Lugo. Was macht Lugo? Lugo ist auf der Seite. Geh ich auch mal hin. Bleib in Deckung, Lugo. Da spritzt das Blut. Ich versuche gerade einzuordnen, was das für eine Band ist, ob ich die überhaupt kenne. Ich treffe aber nichts. So, da war doch noch einer. Lauf, 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 lauf. Deckung! Ach! Herr Gottchen. Ich gehe mal zu spät in Deckung. Ich sollte mich mal ein bisschen konzentrieren. So, Schläfen massieren. Ein bisschen Om. Ein bisschen Wusa. So. Wenn ich nicht so schwitzen würde, wäre es einfacher, sich zu konzentrieren. Ist das heiß. Immer wieder dieselbe Stelle. Ist aber keine über die rechte Seite, so wie es aussieht. So, ich wechsle mal die Deckung. Hoffe ich. Noch mehr. Immer wieder die geile Musik. Und wieder die Waffe wechseln. Keine Waffenmunition. Das ist irgendwie minder effizient, würde ich es mal würde ich meinen. Du sollst da rüberspringen. Munition, Munition. Oh, oh. Ich habe keine Granaten, da ist ein MG. Ist auch eher... Oh, Munition. Aber das MG schießt auf mich. Das ist auch...
Irgendwie schlecht. Ich kann den Befehl nicht geben, weil ich es nicht sehe. Na gut. Ah, jetzt schießt er. Ach, er sitzt gar nicht am MG. Ich kann nicht weiter runterzielen, so eine Scheiße. Ich kann echt nicht weiter runterzielen. Was machen die anderen? Lauf! Wir müssen halt mal ein bisschen gefährlicher schießen. Das ist schlecht. Aber Granaten. Ach, da ist noch einer. Oh, fuck. Wo? Was? Ah, ich wette, der ist die Treppe hochgekommen. So ein Mist. Ich muss vorsichtiger vorgehen. Und ich wette, ich muss dieselbe Stelle jetzt nochmal spielen. Ach, verflucht. Wird wohl das letzte Let's Play für heute sein, sich aufnehmen. Oder ich stelle die Schwierigkeit runter. Oh, P90. Ich hätte auch gerne P90. Wann kriege ich denn eine P90? Ich finde P90. Worauf? Der schießt auf unsere Deckung. Das ist auch sehr effizient. Die wird auch langsam langweilig, wenn sie immer wieder machen. Da kommt schon, Leute, holt ihn euch. Für den verschwendet ihr eine Granate. Irgendwie bin ich die ganze Zeit in Versuchung, Select zu drücken, um meine Gegner zu spotten. Was ich bei Battlefield die ganze Zeit mache. Du sollst rüberspringen. Ich brauche erstmal wieder Munition. Lauf, kleiner, lauf. Eigentlich sollst du in Deckung bleiben und Munition nehmen. So, da drüben ist einer. Oh, da sind zwei. Diesmal treffe ich dich von hier aus. So. Mucke ist echt geil. So, mein Rücken ist gedeckt diesmal. Aber von wo schießen sie? Das würde mich jetzt interessieren. Das ist ein MG. Ich hab keine Ahnung. Guck mal zu euch, Leute. Da sind die Granaten. Die jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein, Junge. Deckung, Deckung. Geh in verdammt. Jetzt bleibe ich mal lieber ein bisschen in Deckung. Blendgranate scheint einen Scheißdreck genützt zu haben. Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Granate zu dem runter. Wenn sie nicht tötet, ist doch für Chaos und gibt mir Möglichkeit zu schießen. Ich muss ihn dort auch schießen sehen. Du warst noch nicht tot. Ich muss es wagen, nicht tot zu sein.
Was fliegt der denn noch? Ach, da ist noch einer. Hab ich noch einen? Gut gemacht, Jungs. Ich hab da aber vorhin schon wieder Munition aufblitzen sehen. Da hinten. Ja, Munition ist hier ein wichtiges Gut. Darum gießen sie es wahrscheinlich auch aus Silber und Gold und so weiter. Kann sie schon verstehen hier. Ein Vorhang, wo ich nicht durchkomme. Auf was schießt ihr, Gottverflucht, nochmal? Oder können wir jetzt endlich weiter? Ich gehe einfach mal die Treppe runter und hoffe aufs Beste. Vorsicht, ah. Musik zu Ende und ich bleibe in Deckung. Das ist gesünder für mich. So, ihr. Ich schieße mal da mal. Oh, falsch. Naja, immerhin einen hat es erledigt. Ich wollte eigentlich Befehl geben, dass ihr jetzt die beiden da drüben erledigt. Habt ihr schon? Gut. Ich konzentriere mich gerade immens, dass ich ein bisschen still bin. Ich möchte ja nicht schon wieder. Ich möchte mal bis zum nächsten Kontrollpunkt kommen. Das wäre so der Wunsch von mir. Und bei dem Schwierigkeitsgrad, ich hätte doch einen geringeren Schwierigkeitsgrad wählen sollen, könnt ihr ein bisschen mehr reden. Aber können und können sind ja zweierlei. Ich frage mich die ganze Zeit, was es mit diesen grünen Dingern auf sich hat. Ja, mit der Waffe habe ich mehr Munition. Und Granaten, danke. Ich hoffe, ich sammle hier noch ein bisschen was ein, was ich brauchen kann. Ja, ein bisschen. Ein bisschen was. Eine Blendgranatenkiste. Viel Munition. Viel Munition, die mir nichts nützt. Oh. Ich spring... Also ich wollte jetzt eigentlich rüberspringen und dort in Deckung gehen, aber irgendwie ist er einfach nur aufgestanden und hat sich abschießen lassen. Ja, ich gebe ihm die Schuld. Ich habe alles richtig gemacht. Er hat nur nicht das gemacht, was ich wollte. Ja, ja, Gerüchten zufolge ist Conrad noch am Leben und versteckt sich irgendwo in Dubai. Ja, Dubai sollte man mal hingehen, bevor es die Wüste verschlingt. Um dich schnell umzudrehen und zu sprinten, drücke links, rechts oder unten und tippe dann irgendwas an. Na gut, nö, nicht schon wieder die Stelle. Geh in Steckung! Ihr wollt mich nicht angepisst sehen, Leute. Jetzt geht mir aber schon wieder die Munition aus. Oh, mir ist tatsächlich ganz die Munition ausgegangen. Scheibenkleister. Dann geben wir mal ein bisschen Befehle hier. Wir nehmen den. Dann können wir noch den nehmen. Der ist ein bisschen nah. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jetzt können wir noch die ausschalten. Ihr seid schon da unten. Ja, immerhin Granaten habe ich jetzt wieder. Aber ich hätte gerne noch andere Munition. Cool, man kann auch ohne Munition exekutieren. Ja, ich will jetzt lieber gucken, was hier für Waffen rumliegen, bevor ich irgendwas auswechsle. Na, Schrotflinte bin ich kein Fan. Jetzt nehme ich einfach mal die UMP 45. Bin zwar kein großer Fan von der Waffe. Ich finde, dass sie eher für Nahkämpfe geeignet ist, aber naja. Ich kann mir das jetzt nicht wirklich aussuchen. Jetzt haben wir noch sicher wieder das gleiche Spiel. Ich gebe mich mal mit der Waffe zufrieden.
Machen wir doch. Ich schleiche mich hier ein bisschen durch die Gegend. Oh. Jetzt habe ich fast eine Zivilistin erschossen. Ich habe jetzt das ganze Magazin leer geschossen, aber ist egal, ich lebe noch. Da bin ich nicht rüber. Ja, ja, ich weiß, ich beeile mich ja auch. Oder so ähnlich. Ich will ja nicht wieder verrecken unterwegs. Jetzt habt ihr gemerkt, dass ich da bin, was? Oh, fuck. So, ab zum MG. Nee. Oh, wo sind noch welche? Da unten. Da oben. Wo ist Feind? Da ist Feind. Da ist noch mehr Feind. Ach, die sind ja überall. Coole Zeitlupe. Ich schieße ja auf die verdammte Scheibe. Ich schieße ja auf das verfickte Fenster. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Muss mal kurz warten. Ich schieße ja die ganze Zeit auf das verfickte Fenster. Das Fenster geht nicht kaputt. Nein, ich war zu lang oben. Aber ich frage mich jetzt echt, warum das Fenster nicht kaputt gegangen ist. Ach, das ist das frustrierend. Ich will die Folge jetzt eigentlich nicht noch viel länger in die... viel länger in die Länge ziehen. Oh, schöner Spruch. Ja, es könnte noch eine Weile gehen, bis ich die Mission beende, wenn ich so weiterspiele. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, aber es ist mal wieder eine Herausforderung. Ach nee, komm, das schaffen wir jetzt noch. Ist egal, wenn die Folge 30 Minuten lang ist. Machen wir das eben mal. Könnte ich eigentlich schon das MG nehmen? Erstmal. Nimm das MG oder geh in Deckung. Mach irgendwas. Vielleicht kann ich diesmal ja die Scheibe zerschießen. Du willst ans MG? Vergiss es, Kleiner. Ich schieße auf die verfickte Scheibe. Jetzt hab ich, ach, das Ding ist heiß gelaufen. Also, oh, geh in Deckung, geh in Deckung. Ficken. Ja, endlich ist die verdammte Scheibe kaputt gegangen. Fluchte Scheiße. Ich frage mich, warum sie vorher nicht kaputt gegangen ist. Gott, steh uns bei.
Eine Trophäe. Springen. Ach, jetzt will er da nicht rüberspringen. War das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen Sie jetzt? Die wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihre Einheit. Station CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Station? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Lugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. So, aber jetzt da die Folge... Wir, dass ein Agent noch lebt. Ja, ist mehr gut. Als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir könnt ihr mal die Fresse halten? So, ich wollte jetzt sagen, da die Folge schon lang genug gedauert hat, machen wir das nächste Mal. Und ich mache es jetzt einmal kurz und schmerzlos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.